Hallo und herzlich willkommen. Moment. ja, so. Herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Ja, das ist die erste Folge der neuen Staffel. Herzlich willkommen. Ja, wir werden jetzt mit einer ganzen Kolonne an Sumpflern und einigen Kisten Erz ins alte Lager aufbrechen, um dort, ja, unsere Außenweltwarner zu holen. Mir reicht auch Donny etwas. Trade Butler Schnitzel 2 / Trade Wasser 1. So. Gut los. Verteilt euch gleichmäßig an die Karren. Ziehen und schieben. So, jetzt muss ich erstmal kurz klarkommen. Ja, jetzt die Frage, wer schiebt und wer zieht jetzt? Greift sich den Kahn. Kraren. So. Gut. Ja, wir brauchen ja nur zwei, jeweils zwei immer. Goruvan, geh du voraus, ich überwache alles von hinten. Ach so, die greifen jetzt zu viert. Zum alten Lager, zum Haupttor. So. Gut. Sind jetzt jeweils. Jetzt sind schon genug Mann. Bei den Karren. Schon an den Karren? Gut. So. Ja, die haben jetzt alle schon in die Karren gepackt. Dann begleite ich jetzt mal Kor'Gerrit. Ja, es ist so, dass Kor'Gerrit mir die Aufgabe gab. / Gang Laesig. Genau. Wollt ihr nicht zufällig den Weg nehmen? Nein, nein. Genau. Nein. Hier entlang. Da kommt ein Weg zum Ausgang. Klärt das im MP. Folgt mir. Juhu. Nee. So. Nein, hier lang. Ich habe gesagt, folgt mir. Es ist mein Scheißtransport, den ich organisieren sollte. Also läuft's nach meiner Nase. So. Aber jetzt folgen die mir. Sehr gut. Weil hier ist ja gleich ein Weg, der anfängt. Das ist ja jetzt nicht das Problem, das mal kurz durch die Wiese hier zu ziehen. Sondern hier entlang. Na toll, das Geile ist, wir brechen auch noch mitten in der Nacht auf. Oh, Schattenläufer incoming! Ah ja, nice. Mein Rendering ist jetzt fertig, das heißt, ich werde gerade aus dem Spiel geworfen. Das ist schön. Freut mich aber nicht. So, okay, bin wieder drin. Gut. So, ich habe gerade noch eine Folge TTT gerendert. Könnt ihr übrigens gerne mal reinschauen, da wird ziemlich geiler Shit gemacht. Und ja, wir sind jetzt sozusagen hier in der dritten Staffel, in der dritten Season von Strafkolonie Online. Ich nutze einfach mal diesen Staffelwechsel einfach, weil erste Staffel hatten wir 25 Folgen, jetzt in der zweiten hatten wir 75, das ist eine gute Zahl. Und jetzt ab 100 Folgen, ab den dreistelligen Folgenzahlen, habe ich mir überlegt, na gut, man kann doch jetzt mal einfach eine neue Staffel einläuten und einen neuen Abschnitt. Das Ganze kann man gleich mit neuen Thumbnails unterlegen, weil ich hatte schon seit einigen Wochen eine neue Idee zu Thumbnails, weil dieses alte SKO-Thumbnail war mir ein bisschen zu trist irgendwann und erschien mir irgendwann als zu öde. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du es jetzt halt mal so, änderst das alles ab und tust sozusagen eine, ja, in Anführungszeichen, neue Ära des Let's Plays einleiten. Dass sie jetzt nun direkt hinten dran folgt, das ist, ja, Zufall. So, stellen wir uns mal so hin. Ich
werde mal kurz raustappen und mein Schnittprogramm schließen. So, was sich natürlich nicht schließen lässt. Das ist geil. Ah, geil. Nein. Speichern. Schließen. Jetzt beenden. Muss mich verarschen, Alter. Geil. Black Screen. Geil. So, weiter geht's. Männer, ja, okay. Aua, da hatte ich was im Hals. So. 2A2. So, ich folge Ruven mal. Wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die ich bekommen habe, diesen Konvoi zu organisieren. Ich denke, ich habe das ganz okay gemacht, habe für Verpflegung gesorgt. Gut, Cor Geret hat natürlich nochmal nachgeholfen ordentlich. Dass es heute nun alles losgeht, das ist jetzt eine relativ sehr spontane Aufnahme hier. Das war jetzt gar nicht geplant für heute. Aber gut, soll mir recht sein. Und ja. Wir werden sehen, ob Ninota da ist. wenn ja, dann... ja, scheiße war's. Ja, gut. Das sind Haufen Erzkisten, die wir jetzt gerade auf den Karren befördern. Das ist ein bisschen... naja. Ich beiß mal kurz in Essen hier. Ich schlürfe mal kurz meine Pilzsuppen, damit ich ein bisschen live wieder hab. Das ist ja, ja. Nächtigendes Mal. Alter, ich wollte gerade sagen, wann bin ich denn mal Pubs ab? Ich laufe mal neben dem Konvoi her. Ah, das sieht ganz gut aus. Oh ja, yeah, Monster Lag. So. Gut, dass ich jetzt natürlich nicht bei den Karren mithelfe, das ist jetzt natürlich bloß reiner Zufall. Aber na gut. So, sehr gespannt, was passieren wird. Das ist eine ordentliche Kolonne an Männern hier. Mi hilft im Gehen mit Schieben. So, damit es nicht ganz so assi aussieht, dass ich hier nichts mache, nur daneben herlaufe. Probespringen. Leise jetzt. Ein Grasländer. Noska schiebt so leise wie möglich. Ich folge mal Ruvon, der hat hier die Durchsicht. Alter, ich glaube, dort vorne liegt auch ein Grasländer. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist sehr dunkel. Das ist sehr schlecht. So, ich komme mal hinter, ja. Die Grasländer scheinen Ruhe zu geben. Ne, hier liegt doch keiner. Ich dachte, hier liegt einer. Die werden im alten Lager Augen machen, ne? So, und ich habe es als Beweis in der Aufnahme, dass ich kurzzeitig mal mitgeholfen habe zu schieben. Ja, also nicht, dass es dann heißt hier, Thomas hat gar nicht mitgeholfen, bist doch nur eben hergelaufen. Ja, ich habe kurzzeitig mal mitgeholfen und ich glaube, ich werde natürlich auch wieder mithelfen. Auf dem Rückweg ist es ja so, dann nehmen wir dann die Außenweltkisten mit. Ich hatte dazu auch eine Aufnahme gemacht, allerdings habe ich die verworfen, weil Katastrophe und so. Da haben halt alle durcheinander gequatscht und ich hätte es nachsynchronisieren müssen und das war mir zu viel Arbeit erstens und zweitens wurde da zu viel gelabert. Na gut. Aber ich im TS da halt war. Die Aufnahme war auch sehr spontan. So. Da hinten ist schon der Turm, einer der Türme vom alten Lager. Alter. Wo, Alter?
Jo! Beim Schläfer, Junge. So was in Action. Ja gut, aber ich habe den Viechern fast One-Hit gegeben, also. Nie senkt sein Haupt vor den Leichen der Fliegen. So. Ja, aber es schreibt irgendwas. Werter Chor. Sowas. Hilft beim Schieben. Goro, man schafft das schon. Mi hilft. Besteht die Möglichkeit, im Anlager Stängel zu verkaufen? Naja. Ja gut. Sowas hat Verbot im Anlager. Hat Lagerverbot. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das habe ich auch erst neulich erfahren. Sowas hat Verbot im alten Lager, weil er mit Ruvon zusammen Norska provoziert hat. Slash Gang Leisig. Dabei war es nicht die Folge, ist nicht die Folge gemeint, wo ich alleine bei Ninota war. Sondern da war ich nochmal extra mit Ruvon nochmal und dann haben wir den nochmal im RP richtig provoziert, indem wir die ganze Zeit vor dem Stängel geraucht haben und die ganze Zeit Innos runtergemacht haben. Also, was heißt runtergemacht? Wir haben halt einfach nur Ninotas Argumente zu zum Schläfer und zu Innos und so haben wir einfach nur in den Schatten gestellt. Also, wir haben halt alle seine Argumente irgendwie gegenargumentiert und das wurde dann halt als Provokation aufgefasst. So ein bisschen und ja. Hey, das ist doch scheiße, wir sind echt alle ein bisschen schneller. Oh fuck, da hat das wieder nie gehört. Jetzt habe ich dreimal hintereinander ja gesagt. Wer das jetzt wieder nie gehört hat, ne? Ah, doch, er schreibt. Der Typ in der schwarzen dort. In der schwarzen Klamotte. Glaubt ihr, dass die Möglichkeit besteht, in meiner Prüfung nachzukommen? Tja, sicher. Die sind so schnell, Mann. Ich habe ihm eine Prüfung gegeben. Er soll einen Becher an Harrock für 100 Erz verkaufen. Das ist so ein kleiner, ja, mehr oder weniger Haken oder ein kleiner Trick. Aber dazu wird nichts verraten. Und jetzt habe ich fast schon die Hälfte verraten. Naja, egal. Alter, wieso sind die so schnell? Alter, das kotzt mich an. Das ist echt ein bisschen nervig, Alter, dass die so fast sind. So, ich glaube, jetzt geht's. Oder? Ich glaube, die hängen mich schon wieder ab. Naja, wie auch immer. Doch, die hängen mich wieder ab. Ey, versteh das nicht. Wieso sind die so schnell? Boah, ist das nervig. Naja, gut. Alter, die sind übel schnell. Das kotzt mich gerade hart an. So. Es ist gut so, dass wir die Seite gehen, weil von der anderen Seite hätten Banditen kommen können. Oder eher, wäre die Wahrscheinlichkeit von Banditen höher gewesen. Alter, das geht mir so auf die Eier, dass die so schnell sind. Ich verstehe das nicht. Sagt mir mal, was ich falsch mache. Ich check das nicht, warum ich so langsam bin. Ich check das nicht. Clear. Bitch. So. Ein Erzkonvoi bei Night.
Der Mond scheint. Grafik, Bugs. So. Ja, gut. So. Mal gespannt, was. Alter, die sind so schnell, ey. Das geht mir so hart auf die Eier. Ich mache jetzt wieder Gang. Schreiten. Das ist mir einfach zu übel. So. Das ist mir zu übel, Jetzt bin ich aber ein bisschen schneller als die. Ne, ist mir auch. Das ist mir lieber. Lieber ein bisschen zu schnell, da kann ich zwischendurch nochmal abbremsen. Da ist jetzt hier irgendwie hart am Eskalieren zu sein. Und irgendwo ganz hinten mit anzustehen. Ja, na gut, Gorofon und ich haben halt Zutrittsverbot zum alten Lager. Das ist halt ein bisschen doof jetzt. Deshalb, naja. Alter, was macht Donny da? Steht genau vor Dings. Naja, egal. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen doof für meine Aufgabe, die ich bekommen habe. Ich sollte halt irgendwie jetzt diesen Transport und den Konvoi abwickeln, aber ich kann halt nicht ins alte Lager. Ist halt irgendwie ein bisschen scheiße. Rufon kann da auch nicht rein. So, mal gucken, was die jetzt zu diesem Verband von Schläfergläubigen sagen. Gucken, ob überhaupt irgendwer da ist, um irgendwas zu sagen. Oh, ein Apfel. Oh ja, das ist eine gute Idee. Eine wahrlich gute Idee. Ronny bleibt stehen. Mi stellt den Karren mit ab und stellt sich neben Rufon. Ich darf halt mit Rufon nicht rein, das ist halt scheiße. Wenn ich drin erwischt werde, gibt es irgendwelche Strafen. Deshalb ist für mich jetzt hier Finale. Ich suche mal jemand. Schieb den Karren zum Lagerfeuer. So, ich. Ei, ei. Nickt und zieht feste. Ei, ei, Junge. Haut gegen den Baum, so ja ein Apfel. Krone fällt. Wieso habe ich den jetzt bekommen? / DM 76. Gucken wir mal, wovon man mal eingeht. Weil ich darf nie rein. Toll, jetzt hat er mir beide Karten gegeben. Ich kann da jetzt gar nicht mit reingehen. Wie geil. Ah, das ist nicht schön hier draußen. In der Tat. Die Luft ist reiner. Die Luft ist nicht ganz so verdreckt mit Ketzerei. Wir machen uns da immer übelst über die Norta lustig. Oh Mann. Jetzt kommt er nochmal raus. Das ist ja das Ding, ich darf mit Rover nicht rein. Gib mir die Karten zurück. Ja, Karren 1 und Karren 2 / Trade. Karren 1, 1 / Trade. Karren 2, 1.
Mi setzt sich entspannt hin. So, da setze ich mich mal in dieses kleine Karree hier. / Gang arrogant und dann / Sit. Clear. So, da haben wir hier. Oh ja, das ist doch ein schönes Thumbnail. Oder? Ich glaube, ich nehme das. Muss die Brightness noch ein bisschen höher machen. Das sieht doch ganz nett aus. Schmecken lassen. Grinst. So, behalten wir mal hier den Eingang im Auge. Gucken, ob der Templer was dazu sagt. Gorhuvan. So. Flaschen mal zudrehen hier mit einer Hand, ist das ein bisschen schwer. So, jetzt die andere aufdrehen. Ach, so. Nick Count. Tut er wirklich? Das ist so ein richtiges Low-Bub-Gespräch, Alter. Mi spät neben dem schmatzenden Templer zum alten Lager. Oh, mal gucken, ob dort sich irgendwas bewegt. Das ist echt doof, ey, dass ich Lagerverbot habe. Es kotzt mich ein bisschen an, muss ich jetzt mal sagen. Ist Harrock überhaupt online? Wenn nee, ist das sowieso ein bisschen scheiße. Wer ist denn alten vom alten Lager alles da? Wer gehört denn alles zum alten Lager? Raginald gehört zum alten Lager. Ninurta ist da. Geil. Marlo ist da. Arctox gehört, glaube ich, zum alten. Nerama ist neues Lager. Ha, Harrog ist doch, alles klar. Tja. Die ganzen anderen Namen, also entweder sind dann alle aus dem neuen Lager oder welche, von denen ich es nicht weiß. Sieht cool aus. Ja. Schon ärgerlich, dass wir Verbot haben. Diese Aufgabe wollte ich so sehr zur kompletten Zufriedenheit von Core Garrett erfüllen. Schon ärgerlich, dass wir Verbot haben. Ja gut. Genau. Schmeiß den Rest des Apfels über die Schulter Richtung Fluss. Nicht, dass wir noch Verbot haben auf ihrem Gebiet zu sein. Pff. Wow, pff. Ja, es reicht mir erstmal. Ich glaube, so weit gehen die nicht. Das würden die, glaube ich, nie wagen. Ich habe mir das in letzter Zeit übelst angewöhnt, öfters mal clear zu machen. Ich hoffe, die Folge 100 hat euch gefallen, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich die Folge 100 noch gar nicht aufgenommen. Die muss ich am Sonntag aufnehmen. Heute ist Donnerstagabend. Also nur mal kurz, dass ihr einen Zeitvergleich habt. Heute ist der 21. Januar. Ihnen traue ich alles zu. Wisst ihr, warum ich Lagerverbot habe? Weil wir damals Ninurta zu Boden argumentiert haben und ein bisschen geraucht. Zumindest sagte das Havok. So. Was wollte ich jetzt sagen? Genau.
Ich habe im Forum unter dem Thread von meinen Let's Plays habe ich gelesen, dass, ich weiß gar nicht, was war, irgendeiner hat geschrieben, dass die Let's Plays relativ alt wirken. Das liegt einfach daran, dass ich vorproduziere, und das kann halt schon manchmal eine oder schon mal so zwei Wochen sein, dass ich vorproduziere, weil es ist ja nicht nur so, dass ich nur SKO spiele, ich habe ja noch andere Let's Plays, TTT, Gothic 3, Risen und so weiter, und Schule muss ich auch noch und auf Arbeit muss ich auch noch, und da bleibt einfach nicht die Zeit dazu, an einem Abend aufzunehmen und das schon am nächsten Tag hochzuladen. Das kann ich einfach nicht schaffen, und deshalb kann es manchmal sein, dass, wenn ihr eine neue Folge seht, dass das schon ein, zwei Wochen her ist und ihr selber vielleicht dabei wart. Aber vielleicht ist es auch dann schön, mal so das ganze Event, was ihr vielleicht selber erlebt habt, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also von daher empfinde ich das jetzt nicht als so schlecht, weil halt gefragt wurde, wollte ich das jetzt nochmal erklären. Deswegen habt ihr Lagerverbot, ich hingegen nur wegen dem Satz, lasst uns gehen, bevor er noch roter wird. Entfährt ein Lacher. Ist doch die Wahrheit. So. Ist ja einfach so. Ja, mich ärgert das schon ein bisschen, dass ich das damals nicht aufgenommen habe. Aber ja gut, was will man machen, ne? Grinst breit, so hab ich auch reagiert. Ruhmann, bester Mann, Alter. Oh, scheiße. Nicht mehr zu helfen. Ich gucke hin und wieder mal so auf den Eingang, ob sich dort was regt. Grinst breit, so habe ich auch reagiert. Boah, dynamischer Wetterwechsel hier. Der Morgen graut. So sieht's aus. Mi stellt eine Büste auf. / Prayant. So, jetzt tu mal einfach mal hier vorm alten Lager beten. Oh. / Gang. G1. Schreiten ist wichtig. / Sit. Mi murmelt. Murmelt ein Gebet. So. Mal kurz noch zum alten Lager spielen. Jetzt müsste die Nota rauskommen, Alter. Das wäre so Premium. Mies Augen sind geschlossen. Sein Haupt in den Nacken gelegt. So, es ist Zeit fürs Morgengebet. Ist jetzt noch ein bisschen früh fürs Morgengebet, aber ja, lieber ein bisschen zu früh als gar nicht oder zu spät. Erwache. Anbeten. So. In my way. Kurz gucken, ob die kommen. Das wäre ein bisschen scheiße. Mi erhebt sich demütig und verbeugt sich vor der Büste. / Prayant. / verbeugen. Mi packt die Büste wieder weg. So, mal gucken. Da kommen sie. Glaube ich jedenfalls. Oder? Blinzelt etwas, ob er richtig sieht.
Nee, das sind sie doch nicht. Was ist denn das für ein Tipp? Gort. Hallo. Grüße dir, Herrn. Verpiss dich. Bist du jetzt von Rowan K. Grüße. / Gang Arrogant / Sit. Jetzt will ich nochmal ein Bild eigentlich von Rowan besser einkriegen. Sitzt sich suchend um. Fuck. / Sit. / Clear. / Sit. Oh. Ja, das sieht doch nice aus. Ja, das sieht doch nice aus. Ja, ohne Witz, der Ruhe, ey, das ist ein richtiger Brocken, Mann. Der einmal zuschlägt, ey, der wächst den krass. Lol, Alter, da ziehen ja richtig Wolken am Himmel. Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen, jetzt ohne Scheiß. Also mir ist das jetzt persönlich noch nie aufgefallen, dass an diesen Wolken Himmel ziehen. Fuck, an diesem Himmel Wolken ziehen. Oh, Scheiße. Alter, ich bin so fertig. Was mir aber jetzt mal auffällt, wir könnten eigentlich die Folge beenden. Wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wenn es heißt Let's Play Strafkolonie Online, da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Mal sehen, ob der Transport dann zurückgeht, ob irgendwas passiert noch. Mal sehen, mal sehen. Da würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss.